Eis. Hallo liebe Pfeifen-Community, herzlich willkommen zu Eaglepipes Wochenrückblick für die Kalenderwoche 42. Ja, was soll ich sagen? Eine Woche im Zeichen der Firma DTM. Was alles so diese Woche so passiert ist, zeige ich euch heute in diesem Wochenrückblick. Mein Name ist Eaglepipe und ich darf euch heute durch die Themen der Woche so begleiten. Ich möchte meinen Wochenrückblick diese Woche beginnen mit einem Zitat von Wilhelm Busch. Und zwar ist es folgendes Zitat: 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Jetzt sagt der eine oder andere, was hat dieser Spruch mit Pfeife und Tabak zu tun? Dieser Spruch ist der neue Leitspruch von diesem Tabak hier. Der Fred the Frog. Ein ausführliches Video stellt uns diese Woche zu diesem Tabak unser lieber Yogi vor. Lakritzaroma und ein Hauch von englischer Note sollen den Raucher verzaubern. Ich habe diese Dose gestern bekommen, habe sie geöffnet und war vom Geruch sehr angenehm überrascht. Aber von einer Pfeife möchte ich mir einfach noch kein Urteil bilden. Aber wenn wir schon bei neuen Tabaken aus der DTM-Serie sind, klingt gerade in der Pfeife der Mike's Ready Rubbed. Bis jetzt, nach dem Anzünden, schmeckt er mir ganz hervorragend. Mal gucken, wie der sich so im Laufe des Wochenrückblicks weiterentwickelt. Wenn wir schon bei der Firma DTM Lauenburg sind, dann ist unser lieber Björn aus Ostfriesland einer ganz interessanten Sache auf der Spur. Sitzt DTM nun in Lauenburg oder eher in Italien? Schaut doch einfach mal bei Björns Video vorbei, um dieser Frage genauer auf den Grund zu gehen. Bleiben wir bei der Firma DTM, denn unser lieber Kronburg hat sich auch die beiden neuen Tabake bestellt und stellt uns aber einige Team-Sondermischungen vor, die vielleicht für den einen oder anderen Aromaten- oder naturbelassenen Raucher sehr interessant sind. Aber auch unsere Latakia-Liebhaber vergisst ihr diese Woche nicht und stellt eine passende Team-Sondermischung vor. Wer diese Videos noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt unten in der Infobox vorbeischauen. Mal kurze Pause von DTM und Lauenburg und zur letzten Station der Schatzkiste von unserem lieben Tobi. Die macht diese Woche Halt bei unserem lieben Elster-Schaman und ich fand es sehr interessant, nochmal einen großen Überblick zu erhalten, was in dieser Tabakschatzkiste alles so vorhanden ist. Kleine Pfeifenpflegetipps kommen diese Woche von unserem lieben Ed, der sich versucht beim Pfeifenpflegen mit Bartwachs, auch sehr interessant. Und ich bin mal gespannt, wie das Thema so weitergeht. Stolz wie Oscar ist diese Woche unser Dynamehl. Er stellt uns wunderschöne Pfeifen vor und ich bin einfach nur begeistert, was der liebe Dirk so in die Kamera gehalten hat. Zurück zu der Firma in Lauenburg. Dass einige Tim-Tabake nicht schlecht sind, haben hier in der Community schon einige bewiesen. Ich persönlich mag den Tim Gold sehr. Ein schöner, naturbelassener Virginia Flake, den man immer rauchen kann, wenn man nicht weiß, was man in die Pfeife stopfen soll.
Also für jeden, der auf Flake steht und naturbelassen rauchen möchte, ist der Tim No Name Gold eine echte Alternative. Der Graut 68 hat in den vergangenen Wochen auch mal den Tim No Name Orange vorgestellt. Und jetzt wagt sich Matthias Thielmann auch an die Tim No Name Reihe und hat sich sogar die Gold-Variante in einer großen Packung besorgt. Also wer nochmal ein ausführliches Review über den Tim No Name Gold haben möchte, kann mal bei Matthias Thielmanns Video vorbeischauen. Ein Tabak, der hier in der Community eigentlich ein negatives Image hat, wird diese Woche aus einem ganz anderen Licht begutachtet. Demians Pfeifenstübchen stellt uns den Black Luxury vor. Jetzt bitte aber nicht sagen, das interessiert mich nicht, sondern schaut euch einfach das Video von Demians Pfeifenstübchen an und bildet euch dann euer abschließendes Urteil. Denn auch ich muss sagen, ich war gestern bei einem kleinen Pfeifentreffen, was so inoffiziell stattgefunden hat, und zwar beim Tabakhaus Falkum. Dort wollte ich unbedingt mal wieder meine Bestände auffüllen, das heißt Filter und einige Tabake, die mir ausgegangen sind. Und zum anderen wollte ich einen Tabak unbedingt probieren, wo die Dosen richtig schön sind. Gehen soll es um den Petersen Weihnachtstabak. Ich werde den jetzt kurz vor Weihnachten natürlich noch reviewen, aber ich wollte ihn unbedingt probieren und ich hatte bei Falcom die Gelegenheit, diesen Tabak zu probieren, und ich kann sagen, Gott sei Dank durfte ich diesen Tabak probieren und somit ist mir die Entscheidung leicht gefallen. Nachdem mir die Probepfeife herrlich geschmeckt hat, habe ich mir die 100 Gramm für 23 Euro mitgenommen und seid gespannt, was euch bei dem Review erwartet. Wenn wir jetzt aber schon bei so einigen Dingen sind, die uns ausgegangen sind, dann kann ich euch ein Video von unserem lieben Pfeifengenießer 71 nahelegen. Der zeigt uns diese Woche, was hat er Neues in seinem Pfeifenschrank. Vorbeischauen lohnt sich, denn auch er musste seine Tabakbestände auffüllen und hat ein wunderschönes Pfeifchen in die Kamera gehalten. Also wer dieses Video noch nicht gesehen hat, sollte bei unserem lieben Dennis auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gehen wir ein bisschen nach Holland. Ein Tabak, den man in Holland bekommt, von einer Tabakmanufaktur hergestellt, die wir alle gut kennen, hergestellt von McBevan, der Herrenbeil. Markus Reichert stellt uns diese Woche den Herrenbeil von McBevan vor. Ich persönlich hatte schon die Gelegenheit, diesen Tabak zu rauchen, und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen, der ein bisschen auf naturbelassene Tabak steht, eine echte Empfehlung, wenn er in Holland in Urlaub ist. Wer dieses Video von Markus noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt bei ihm mal vorbeischauen. Ein Tabak, den man nicht so leicht bekommt, stellt uns diese Woche der Pfeifengenießer 71 vor. Ein Tabak, der laut Aussage von ihm nur in Österreich zu bekommen ist. Von daher vielleicht mal eine Empfehlung, wenn man dort im Urlaub oder im Skiurlaub ist. Eine traurige Nachricht habe ich diese Woche auch gesehen. In Nordrhein-Westfalen wurde eine Raucherkneipe geschlossen. Und somit gibt es für die Raucher in Nordrhein-Westfalen nun keinen Platz mehr, wo sie gemütlich zusammensitzen können und ein Pfeifchen genießen. Schaut doch einfach mal bei dem Video von Dieter Niermann vorbei. Vielleicht hat es ja diese Woche jemand gesehen
Unser lieber Balu hat seinen ersten Livestream gemacht und auch Sean und ich haben am Freitag einen kleinen Livestream gemacht, wo wir über den neuen Dunpipe-Katalog gesprochen haben. Ich weiß, dass das Thema Livestream nicht für jeden was ist, aber ich persönlich bin der Meinung, dass man halt über bestimmte Themen einfacher und schneller interagieren kann. Also lieber Balu, mache ruhig weiter mit deinem Livestream. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten. Und nun zeige ich euch die Pipe of the Week. Passend zu Mike's Ready Wrapped rauche ich eine Torben Dansk. Und ich habe diese Pfeife ausgesucht, weil sie einfach perfekt zu dem Wikinger-Helm auf Mike's Ready Wrapped passt. Und von daher ist das die Pipe of the Week. Und nun wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntagabend. Macht was Tolles. Und ich hoffe, wir können nächste Woche das Wetter noch ein bisschen genießen. Und ich sag, I spread my wings and fly. Euer Eagle Pipe.